Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Der erste sieht heute glücklich aus. Wir schauen mal, was der Tag so gebracht hat hier. Vielleicht können wir ja schon irgendwas gleich abfarmen. So, die Sachen kommen hier erstmal rein. Guck mal, Osmium-Erz haben wir jetzt hier, Osmium-Seetang, Entschuldigung, haben wir hier schon ganz gut gefarmt. Okay, die Muscheln werden auch immer besser hier. Nee. Da haben wir die normalen Tiere drin. Da die etwas besseren. Ach nee, auch nicht. Moment. Wo haben wir sie denn? Achso, die hatten wir hinten. Sorry. Hier haben wir die Muscheln. Aber die richtig guten haben wir hier oben. Es wird schon fast wieder eng hier. Könnte man auch überlegen, ob man das nochmal aufteilt. Genau, die Krabbe, die kommt dann hinten rein. Machen wir dann gleich. Wir kümmern uns jetzt erstmal. Ach, ich habe schon wieder das Gras vergessen, Leute. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Tiere. Es wird hier nichts mehr mit dem Gras. Ich sag euch das. Ich möchte auch Gras draußen anpflanzen, damit wir die Tiere rauslassen können. Heute machen wir das aber. Und wir werden auch schon mal wieder ein paar Kartoffelsamen kaufen. Haustier. Okay, alle erledigt. Ah, guck mal, hier können wir Seesalz reinmachen. Dann wird das verarbeitet zu Gummisalz. Sollten wir vielleicht mal machen. Okay. So, hoch zur Verarbeitung. So, kicken noch mal. Rest kann weg. So, und wir hatten die Meerestiere hier drin. Die Steinkrabbe haben wir auch noch nicht gespendet. Die müssen wir dann nochmal spenden. Ach, guck mal hier. Okay. Dann holen wir die Samen raus. Pfingstrosen. Oh, da haben wir was vergessen.
Da sind auch Gänseblümchen fertig. Sehr schön. Hä, was ist denn hier unten passiert? Haben wir das nicht mit bepflanzt? Doch, eigentlich schon, oder? Warum ist denn da so viel weg? Okay, das ist auch alles fertig. Wow. Okay, von dem Kram hier ist aber noch nichts fertig. So, die Mayonnaise, die können wir auch abgeben. Ah ja, obwohl goldene. Doch, goldene hatten wir auch schon fertig. So, dann müssen wir mal gucken jetzt. Hier haben wir die Sachen. So, das passt. Genau, die goldenen Sachen hatten wir nach oben gelegt irgendwo. Deswegen kommen die auch wieder mit. Gänseblümchen Silber haben wir gar nicht. Doch, da. So, Steckrüben. Haben wir ein paar mehr sogar, die können wir verkaufen. Hier sind trotzdem die goldenen irgendwie mit drin, genauso wie die. Okay, das passt. So, die Frage ist jetzt, wo waren die Sachen drin, die goldenen? Hier haben wir auf jeden Fall normale. So, nee, auch nicht. Haben wir denn die goldenen Sachen? Oder hatten wir gar keine für den Frühling? Das würde das natürlich erklären hier. Dann packen wir die einfach mal rein, ne? Würde ich sagen. Das reicht dann ja auch. Das ist hier die Frühlingskiste. So, Steckrübensamen. So, und die Gänseblümchen und sowas, das kann man eigentlich alles verschenken. Um hier nochmal bei den Bewohnern ein bisschen Eindruck zu schinden. Die können wir nochmal loswerden. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? So, wir müssen auf jeden Fall zu Sam. Samen holen und Gras holen, ganz wichtig. Das will ich nicht schon wieder vergessen. Deswegen machen wir uns jetzt schnurstracks hin. Können wir die beiden hier gleich mal beschenken, Eva und Sam. Och, da sind ganz viele da. Fangen wir mal mit ihr an hier. Starlet ist eine wirklich schöne Stadt und ich glaube, die Leute hier kümmern sich gut um ihre Mitmenschen. Ich kann es spüren. Als ich noch klein war, sagten meine Eltern immer, wenn du Menschen um dich herum hast, die sich um dich kümmern, hast du ein gutes Leben. Ich beginne zu verstehen, was sie meinten. Am Strand ist es immer noch ziemlich kalt. Hast du beim Tauchen hier schon mal etwas Schönes entdeckt? Ja, wirklich? Theo zeigte mir vor langer Zeit eine Handvoll Jade. Er meinte, er hätte sie in einer alten Schatztruhe gefunden. Wow, woher weißt du, dass ich mir das wünsche? Danke. Gewisse Leute beschweren sich immer, dass ich keine Rabattaktionen mache. Das ist schlichtweg falsch. Ich gewähre sehr wohl Rabatte, aber eben nur für ausgewählte Kunden, die auch entsprechend viel Geld bei mir ausgeben. Es ist vermutlich gut, dass das nicht weiterhin bekannt ist. Ich habe eigentlich keine Lust, mich mit noch mehr Leuten herumzuschlagen, die sich darüber beschweren. Ich bin froh, dass der Winter vorüber ist. Sich den Kaffee von der Taverne abzuholen, wurde mir langsam echt zu kalt. Das ist großartig, Dankeschön. Murmelt Milch und Eier. Ich frage mich, ob ich gleich mehrere Flaschen Milch kaufen sollte und nicht nur eine, aber ich möchte nicht, dass sie schlecht wird, wenn sie niemand trinkt. Das wäre die reinste Verschwendung.
Du bist also heute Morgen mit einem Ei in der Hand aufgewacht und auf wundersame Weise hast du es im Schlaf nicht zerbrochen? Okay, das ist eine lustige Geschichte, aber ich verstehe noch immer nicht ganz, warum du mir das alles erzählst. Ich weiß, was du schätzt, Jürgen, danke dir. Schon der Duft von frisch gebackenem Brot bereitet mir Freude. Etwas Besseres gibt es nicht. Eva backt ziemlich gut. Öl, zwei Laibe Brot, was brauchte ich noch? Vielen Dank dafür. Es ist ein hübscher Spaziergang hierher, vor allem von deinem Haus aus. Emily schneidet mir die Haare, sie hat wirklich Talent, nicht wahr? Aber deswegen bin ich nicht hergekommen. Ich bin hier, um etwas für Sam abzuliefern. Vielen Dank, mein Freund. So, Leute, wir wollen einkaufen. Kartoffeln. Ja. Wir brauchen ein paar. So, Basis für Gras. Hier, yeah, cool. Ja, das reicht ja erstmal. Hier die Steckrüben verkaufen wir nochmal. Und dann gucken wir mal, wem wir hier noch so begegnen. Wir wollen noch ein paar Blumen loswerden. Ah, guck mal, Eleanor. Meine Brosche, sie bedeutet mir viel. Sie ist nicht teuer oder so. Sunny hat sie mir gegeben, als wir Olivia aus Pokio geholt haben. Hast du in letzter Zeit irgendwelche tollen Insekten gefangen? Bring sie im Museum vorbei, wenn du etwas zu unserer Insektenausstellung beitragen möchtest. Oh, würdest du dir das ansehen? Was für eine schöne Überraschung. Ich bin mir sicher, dass ich dafür eine gute Verwendung finden werde. Frank war die letzten 10 Jahre der Grillmeister, also denke ich, dass er das Feuer auch wieder machen wird. Oh, du weißt schon, für das Kirschblütenfest. Der Mann liebt diesen Job einfach. Es würde ihm wahrscheinlich das Herz brechen, wenn ihn jemand anderes erledigen würde. Was ist an den Wochenenden? Was ich an den Wochenenden so mache? Das ist eine gute Frage. Ich helfe bei der Reinigung des Gemeindezentrums. Das Gebäude ist oft leer. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie staubig es dort wird. Ach, du bist süß. Ich danke dir. Aha, Alice. Valentina has been asking me to teach her how to play the piano. I don't know how to play, but I think Nina might know. I should ask her. Du bist anders, nicht wahr? Auf eine gute Art und Weise, meine ich. Es macht so viel Spaß, mit dir zu reden. Es ist so cool, danke. Ja, kein Thema. Ja, hier nochmal gucken, ob im Wald sich gerade jemand auffällt. Nö, da finden wir noch mehr Zeugs. Jetzt auch 5 von. Super. So, du kommst rein. Rest wird verschenkt. Im Museum waren wir jetzt noch gar nicht. Ja, wir müssen erstmal Kartoffeln wieder aussehen. So, habe ich nicht verstanden, warum das hier unten leer ist. Ich meine, wir hatten das doch befüllt mit Samen, oder nicht? So, jetzt haben wir hier Basis für Gras. So, bis wohin wollen wir? Hier. Dann räumen wir jetzt hier noch ein bisschen auf. Vielleicht finden wir ja auch mal ein bisschen Hartholz in den Bäumen.
So, mehr haben wir nicht. Und jetzt würde ich das hier ganz gerne zu Ende bauen. Steinzaun. Genau. Den einen, achso, haben wir schon weggenommen. Super. Dann machen wir da ein einzelnes Tor draus. Das reicht ja auch. So, dann kann das Ganze hier ein bisschen wachsen. Wir lassen die Tiere erstmal drin. Wir brauchen aber trotzdem noch ein bisschen Holzpfade. So, wir haben zwei Felder nach oben. Also geht es hier lang so. So, dann könnte man da unter halt noch eins machen. Ja, dann müsste die Mühle noch mal weg. Genau, die Bausachen können jetzt erstmal wieder hier rein. Das. Ja, bitteschön. Genau, Pfingstrosen, wie gesagt, die verschenken wir noch. Die Sachen kommen auch erstmal rein. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. So, Leute, mehr ist ja, glaube ich, nicht fertig geworden. Warum haben wir das denn übersehen? Dann müssen wir noch mal einen Samen holen. Irgendwie blind auf einem Auge. So, bitteschön. Ja, wir haben hier unten natürlich jetzt noch ein bisschen Platz. Ja, ich hoffe, das wächst schnell. Ach, wir müssen unsere Bäume hier unten auch noch gießen, Leute. Ich glaube, das habe ich die letzten Tage gar nicht gemacht, ne? Kann das sein? Hupsala. Ja, dich haben wir ja schon beschenkt heute. Können wir mal hier reingucken, wer da so rumgeistert. Erik haben wir auch schon beschenkt. Nina. Vor kurzem habe ich versucht, ins Meer zu gehen und es war noch immer zu kalt. Vielleicht muss ich noch ein paar Tage warten. Der Frühjahrsputz ist eine derartige Qual, wenn man ein großes Haus hat, und noch schlimmer ist es, wenn man eine Mutter hat, die gerne viele Sachen einkauft. Das ist fabelhaft, mein Schatz. Vielen Dank. Da ist niemand. Hier auch nicht. Herr Bürgermeister heuert mich an, um die Feste zu dokumentieren. Er zahlt ziemlich gut. Mal sehen, als nächstes steht das Kirschblütenfest am 10. an. Es dauert viel zu lange, einen Kaffee zu trinken. Vielleicht sollte ich einfach Instant-Espresso-Pulver schnupfen. Ich mache doch nur Spaß, nur ein kleiner Scherz. Wenn ich einen Witz mache, gehen die Leute in der Hälfte der Fälle davon aus, dass ich es ernst meine. Ich wundere mich, warum.
Naja, sieh dir das an. Ich danke dir. Könntest du bitte Valentina hierher schicken, wenn du sie siehst? Ich will ihr etwas zeigen. Ihr beizubringen, wie man das Hauptbuch des Gasthauses führt, wird ihre mathematischen Fähigkeiten verbessern. Valentina muss ihr Zimmer aufräumen oder sie darf morgen nicht an den Strand gehen. Dieses Mädchen, wenn es darum geht, mit ihren Freunden zu surfen oder zu spielen, ist sie wie ein gehüllter Blitz aus der Tür. Aber wenn es darum geht, ihr Zimmer aufzuräumen, ach du meine Güte. Hast du wirklich gedacht, das würde mir gefallen? Haha, nein, ein Scherz, es ist perfekt. Ach, Eva. Hey du. Was ist das nun mit dir und dem perfekten Timing? Ja, dafür bin ich tatsächlich bekannt. Haha, und für deine schlauen Sprüche natürlich auch. Ich habe heute angefangen, Kue Lapis zu backen, um mich auf Game of Cones vorzubereiten. Willst du? Willst du es vielleicht probieren? Ja klar. Wir gucken mal erstmal. Ist das denn verbrannt? Und was hältst du davon? Ja, das war verbrannt. Oh. Tja, Eva, da musst du noch ein bisschen üben. Das nützt ja alles nichts hier. So, ist hier noch jemand? Nö, keiner mehr da. Ach hier, Reihe ist auch da. Bei diesem Wetter ist Kleidung aus Seide genau das Richtige. Super atmungsaktiv und gut für die Haut. Man muss sicher gehen, dass der Körper atmen kann. Ein Seidenkissenbezug ist auch eine gute Idee. Das ist gut für das Haar. Ich mache nicht gern viel Wirbel um meinen Morgenkaffee, also verwende ich normalerweise einen Kaffeedrücker. Später gehe ich es dann gefinkelter an, zum Beispiel mit Filterkaffee oder einem Getränk aus auf Espresso-Basis. Oh, sieh an, dankeschön. Das Gasthaus ist nicht weit von Archie entfernt, also treffen wir uns immer hier, um die neuesten Comicbücher zu lesen. Mindy gibt uns manchmal Kekse und Milch. Meine Mutter meinte, ich müsste noch nichts für das Kirschblütenfest mitbringen. Aber eigentlich möchte ich das, verstehst du? Vielen Dank, Mr. Jürgen. So, dann gehen wir mal raus. Ja, und ich glaube, dann können wir Richtung Hof wieder gehen. Huch, was ist hier denn los? Eine Grille. Ja, die anderen Blumen, die werden wir dann in den nächsten Tagen mal los. Ein Geistermantis und den Schmarrn gegeben. Ja, aber die Steinkrabbe noch nicht. Das machen wir noch mal schnell. Vielleicht finden wir ja hier noch mal jemanden. Nö, das sieht nicht so aus. Aber egal, dann können wir gleich über die Schnellreise zurück. Ja, ich denke, wir sollten noch mal den Rest des Hofes aufräumen. Wir haben noch ein bisschen Energie übrig. Und dann hätten wir schon mal alles vorbereitet für weitere Anlagen, sag ich mal. Hartholz. Da haben wir mal was bekommen jetzt. So, die würde ich noch mal auswachsen lassen. Und erstmal nur die großen Bäume fällen. Na, komm mit.
So, Steine müssen auch weg. Dann war das mit der Energie hier nicht ganz umsonst heute. Aber es wird auch Zeiten geben, da werden wir die Energie gar nicht anpacken. Weil wir mittlerweile auch einfach schon ziemlich weit sind. Zumindest was die ganze Bewässerung und so angeht. Da sparen wir uns da den Energieverbrauch jetzt. Bei den ganzen Bäumen haben wir jetzt ein Stück Hartholz gefunden. Wow. Wirklich eine Menge. Ja, und da können wir noch nicht kaputt machen. Da fehlt uns Hartholz für. So, das war's. Ich weiß nicht, vielleicht können wir uns hier noch was einfallen lassen, dass das irgendwie nicht so doof aussieht. Das finde ich ein bisschen schade. Nee, du kommst noch mal mit. Der Kram kommt hier rein. Da. Tulpen hatten wir auch noch nicht voll. Wollen wir denn die normalen Tiere? Ab Bronze hier. Geistermantis. Ja, wir müssen auch noch mal Truhen aufbrechen. Hier fehlt uns eine Karotte noch. Guck mal, die Pfingstrose, die eine nehmen wir mal mit. Steckrüben 2 und ein Gänseblümchen. Schade, die haben wir jetzt schon verschenkt. Den Ingwer können wir mal runterpacken. Okay, ab ins Bett. Die Beziehung zu Erika, Rai und Valentina hat sich erhöht. Wir haben 5.727 Gold gemacht hier. Guck mal da, das Gänseblümchen, Nahrungssuche und die Tierzucht. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.